So Leute, wie versprochen, mein normaler Booster, hier Throne of Eldraine, mal ein Booster. Für mich noch das aktuellste Set, also sie sind jetzt schon mal ankündigen, was sie so machen wollen mit Theros. Da kamen jetzt bei uns gerade die ersten Spoiler. Es kann gut sein, dass das gefühlt fast ein Jahr später kommt. Ich habe mittlerweile so viel voraufgenommen, was Booster angeht, das ist echt schon krass. Ja, mal gucken. Gucken wir uns die Karten mal an. So. Gut, wir haben hier Beloved Princess, 1-1-1 Lifelink, kann nicht geblockt werden. Dwarven Mine, davon hätte ich gerne die Ebene mal in Foil. Dwarven Mine ist ein Mountain, das heißt, man kann ihn fetchen. Nicht der Pionier. Entschuldigung, das ist bei uns so ein Running Gag. Kommt getappt ins Spiel, es sei denn, man kontrolliert drei oder weniger Gebirge. Und man kriegt ein 1-1 Dwarf, wenn er enttappt ins Spiel kommt. Ein Lockwave Gargoyle, 1-0-3, für 4 Mana kriegt er +2/+0 und fliegend. Ja, hier Adventure. Rose Thorn Acolyte, für 3-2-3, tappen für ein Mana und man kann ihn auf ein Adventure schicken, um einen Mana auf irgendeiner Farbe zu bekommen, wenn man ein grünes bezahlt. Das war so nicht so geil. Okay. Tomb Raider. 3 Mana 1-1. Wenn er ins Spielfeld kommt, ziehen wir eine Karte. Mach's mal so. Giant Screwer. Skua, Entschuldigung. 2 Mana Ausrüstung in Schwarz für 3 Mana Equippen. Die Ausrüstung kriegt +2/+1. Und wenn die Kreatur Schaden einer Kreatur zufügt, also wenn an diese Kreatur, die ausgerüstet ist, an irgendeiner anderen Kreatur Schaden zufügt, kriegt ihr einen Food-Token. Redcap Riders, 3 Mana, 3-2. Wenn die angreifen und man kann eine Nicht-Human-Kreatur tappen, kriegt der +1/+1 und trampelt bis zum Ende des Zuges. Okay, dann Fortify Provisions. 3 Mana Kreaturen, die kontrolliert, kriegen +0/+1. Und wenn ihr Spielwelt kommt, kriegt man einen Food-Token. Marvelous Rider, 2 Mana 3-1, man kann einen Food Token opfern und eine Kreatur muss den hier blocken, der ist ziemlich cool. Ja, Cauldron Formula, 1 Mana 1-1 Katze, die ist voll hübsch. Die ist wirklich voll hübsch. Wenn die ins Spielfeld kommt, verliert ihr gegen ein Leben und bekommt ein Leben, man kann einen Food opfern, um den auf dem Friedhof ins Spiel zu holen. Die ist cool, tatsächlich. Oh. Lucky Clover. 2 Mana, immer wenn man ein Adventure, Instant oder Sorcery Spell castet, wird er kopiert. Das ist eine gute Karte. Also wenn Adventure was wird, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich weiß, dann ist das eine gute Karte. Die erste ankam. Shine Chaser, 3 Mana 1-1, fliegend Wasserkeit, kriegt +1/+1, wenn man einen Artefakt kontrolliert, kriegt +1/+1, wenn man einen Enchantment kontrolliert. Das ist ziemlich cool, gerade mit dem Upcoming Set. Dann A Wicked Wolf, 4 Mana 3-3, wenn er ins Spielfeld kommt, kann man eine andere Kreatur fighten und man kann Food opfern, um dem +1/+1 zu geben und Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges, danach wird die andere Kreatur. Wird diese Kreatur getappt. Das ist einer der Gründe, warum aktuell Standard so viel Grün und Blau beinhaltet. Wicked Wolf ist sehr, sehr gut. Dann haben wir eine Insel. Oh, voll. Hier ist nichts, okay. Foil. Trapped in the Tower. 2 Mana. Man enchantet eine Kreatur, man verzaubert eine Kreatur ohne fliegend. Und die kann weder angreifen noch blocken, noch aktivierte Fähigkeiten benutzen. Das ist cool und das ist auch noch Story Arc. Ja. Das ist das Booster. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. MTG Arena. Gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blacksea. Ciao, ciao.